und willkommen zu Tagesordnungspunkt 65, Aktuelle Stunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Programm zur Integration von Geflüchteten zeigen positive Wirkung für die Wirtschaft in Hessen. Und als erstes hat sich die Abgeordnete Kinkel zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ahmad ist 35 Jahre alt und vor 4 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Er hat in Afghanistan englische Literatur studiert und nach dem Studium dort unter anderem in einem Ministerium gearbeitet. Dann wurde sein Leben bedroht, und er musste seine Heimat verlassen. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg macht er jetzt eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement und wird bald seinen Abschluss machen. Oder Rehane. Rehane stammt aus Afghanistan und ist dann mit ihrer Familie in den Iran geflohen. Dort hat sie als Näherin unter schwierigen Umständen eine Schneiderei aufgebaut. 2015 ist sie mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen. Hier wurde ihr Talent erkannt, und sie wurde an das Frankfurter Unternehmen Stitch by Stitch vermittelt. Rehane hat keinen Berufsschulabschluss, aber ihr Können, und das merkt man ja schnell beim Handwerk wie Nähen, ihr Können ist auf dem Niveau eines Meistertitels. Sie macht deshalb gerade eine Ausbildung, damit sie auch formal die Qualifikationen hat, und im nächsten Jahr wird sie ihre Gesellenprüfung ablegen. Der Syrer Mohammed hat in seiner Heimat einen Bachelor in Physik und einen Master in Strahlenschutz gemacht. Und dann musste er als Kritiker von Assad seine Heimat verlassen. In Hessen hat er durch das Hessenfonds-Stipendium eine Förderung für seine Promotion erhalten. Er steht kurz vorm Abschluss. Er spricht fließend Deutsch, er hat eine Ausbildung zum Strahlentherapeuten und ist schon jetzt eine Fachkraft, die in der hessischen Wirtschaft und in der Forschung dringend benötigt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren nur 3 Beispiele, die zeigen, welche Bereicherung Geflüchtete für uns Hessen und für die hessische Wirtschaft und Forschung sind. 184.000 Fachkräfte fehlen laut IHK-Studie derzeit in hessischen Betrieben. Und das stellt die Betriebe vor große Herausforderungen. Aufträge können nicht durchgeführt werden, Mitarbeiter müssen erhebliche Mehrarbeit leisten und dringende Digitalisierungsprojekte zum Beispiel müssen auf die Zukunft verschoben werden, weil schlichtweg die Leute dafür fehlen. Und auf der anderen Seite sind in den vergangenen Jahren viele Menschen nach Europa, nach Deutschland und auch nach Hessen geflüchtet. Sehen wir diese Menschen als Chance, als Bereicherung für unsere Gesellschaft, als Chance gegen den demografischen Wandel und als Chance gegen den Fachkräftemangel in Unternehmen. Und deshalb bringt die Hessische Landesregierung beide Seiten zusammen, z.B. über das Programm Wirtschaft integriert, was teilnehmende Geflüchtete von der Berufsorientierung bis zum Abschluss unterstützt und durchgängig mit Sprach- und mit Lernforderungen begleitet. Und die Abschlusszahlen von diesem Programm sprechen durchaus für sich. 85 Teilnehmer waren dieses Jahr in der Prüfung, und von denen haben 58 diese Prüfung auch bestanden. Alles Menschen, das muss man beachten, alles Menschen, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben. Ich finde, das ist eine beachtliche Zahl. Die meisten von Ihnen sind von Ihren Ausbildungsbetrieben übernommen worden. Sie arbeiten jetzt als Fachkraft für Lagerlogistik, als Fertigungsmechaniker in der Industrie, dem Handel oder dem Handwerk, also alles Branchen, die von dem Fachkräftemangel betroffen sind, die Schwierigkeiten haben, ihre offenen Ausbildungsstellen oder ihre Stellen zu besetzen. Hier helfen die Programme der Landesregierung. Aber auch in der Gesundheitswirtschaft, in der Alten- und Krankenpflege und in medizinischen Berufen ist es schwierig, Fachkräfte zu finden. Und deshalb gibt es über die Programme Sozialwirtschaft integriert und Pflege in Hessen integriert ebenso gute Unterstützungsangebote für die Unternehmen aus der Sozialwirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Handwerk, Mittelstand und Großunternehmen suchen händeringend nach Fachkräften, während zahlreiche hochmotivierte Geflüchtete in Hessen leben und nur darauf warten, in das Arbeitsleben in Deutschland einzusteigen.
mit Programmen wie Wirtschaft integriert, Sozialwirtschaft integriert oder dem Hessenfonds-Stipendium helfen wir, dieses enorme Potenzial abzurufen und so die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Unternehmen zu stärken und den Geflüchteten eine Perspektive zu geben. Verstehen wir Geflüchtete endlich als das, was sie sind, dringend benötigte und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die mit Talent, mit innovativen Ideen und Motivation Hessens Wirtschaft nach vorne bringen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Richter von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei der Rede eben hat mich etwas irritiert. Geht es hier um Integration und um die Hilfe von Menschen, oder geht es darum, Fachkräfte zu sammeln? Das sollte man vielleicht einmal untereinander aufschlüsseln, was Sie eigentlich möchten. Der letzte Asylkonvent hat deutlich gemacht, dass viele Teile der Gesellschaft sich tatsächlich großmöglich bemühen, Menschen aus anderen Ländern zu integrieren. Und diesen zollen wir von der Alternative für Deutschland ebenso höchsten Respekt wie den Migranten, die die Bereitschaft aufbringen, sich in unserem Land integrieren zu wollen. Denn Integration ist in erster Linie eine Bringschuld derjenigen, denen wir hier in unserem Land Schutz bieten. Die Programme zur Integration von Geflüchteten zeigen somit durchaus positive Wirkungen, wo beide Seiten den Willen zur Integration haben. Aber sie können leider den größten Teil der Menschen nicht abdecken, die sich ebenfalls in Deutschland integrieren müssten, aber diesen Willen nicht haben, weil es kaum Anreize zur Integration gibt. Das größte Problem hierbei ist, was beim Asylkonvent tatsächlich deutlich wurde, dass viele Migranten im Niedriglohnsektor arbeiten, was, meine Damen und Herren, für deutsche Mitarbeiter als Ausbeutung und unzumutbar angesehen wird, wird seitens der hessischen Regierung als Erfolg verkauft, sobald es um Migranten geht. Die Arbeit im Niedriglohnsektor, hier vor allem in der Zeitarbeit, ist für viele Migranten der einzige Weg, sofort mehr Geld zu verdienen als in einer langwierigen Ausbildung. Diese Problematik ist uns Deutschen nicht unbekannt, und sie hat immer dazu geführt, dass niedrig qualifizierte Arbeitskräfte in einem wirtschaftlichen Rückgang die Ersten sind, die arbeitslos werden. So durften wir beim Asylkonvent erfahren, dass aktuell die Zeitarbeit um 30% eingebrochen ist. Auf meine Rückfrage, ob dies nicht zu entsprechenden Frustrationen bei Migranten führte, wurde mir geantwortet, dies sei derzeit nicht bekannt. Dass wir bei einem weiteren wirtschaftlichen Rückgang erhebliche Probleme zu bewältigen haben, weil die Integrationsbemühungen von Migranten in der Wirtschaft nicht mehr nachgefragt werden, dürfte und sollte Ihnen klar werden. Selbstverständlich wird dann die Erwartungshaltung vieler Migranten in Deutschland enttäuscht. Und wie wir damit umgehen, müssen wir, meine Damen und Herren, parteiübergreifend tatsächlich diskutieren. Die hessische Landesregierung stellt natürlich gern die erfolgreichen Migranten der Öffentlichkeit vor, die in ein funktionierendes System suggerieren. Sie stellt aber nicht die gescheiterten Integrationsbemühungen vor, und sie verweigert sich den Faktoren, dass wir bei einer weiteren Aufnahme von Migranten die Situation verschärfen und bei einem wirtschaftlichen Rückgang gar unmöglich machen. Die Hoffnung, in Deutschland eine positive Zukunft für sich und die eigene Familie zu finden, erfüllt sich für 59% der männlichen Migranten und 87% der weiblichen Migranten nach nicht. Somit fällt ein sehr großer Teil der Menschen, die zu uns geflüchtet sind, in die sozialen Sicherungssysteme und erlebt eine Perspektivlosigkeit, die viele überhaupt erst zu einer Migration gebracht hat. Unsere sozialen Sicherungssysteme wiederum werden bei einem Rückgang wirtschaftlicher Leistung dergestalt stark belastet, dass wir in Deutschland an unsere Grenzen kommen und die positiven Bemühungen zur Integration von Geflüchteten in die hessische Wirtschaft scheitern werden. Damit stehen wir gerade im Niedriglohnsektor vor einem knallharten Wettbewerb, der gesellschaftliche Spannungen hervorrufen wird.
Wir gehen davon aus, dass Sie all dies nicht erkennen. Sie bauen weiter auf die wirtschaftlichen Leistungen der Vergangenheit in Deutschland und verkennen, dass der immer weiter fortschreitende Niedergang unserer Schlüsselindustrie ohne neuen Aufbau moderner Wirtschaftsstrukturen in vollem Gange und nicht mehr aufzuhalten ist. Gleichzeitig sind handwerkliche Betriebe und inhabergeführte Firmen nicht mehr in der Lage, Nachfolger zu finden und müssen ihre traditionellen Geschäftsmodelle aufgeben. Damit fällt zukünftig eine wirtschaftliche Basis weg, die Deutschland lange Zeit maßgeblich getragen hat. Meine Damen und Herren, Ihre positive Sicht begrenzt auf eine eher kleine Auswahl an Menschen, für die sehr viel getan wird, bei gleichzeitiger Ausblendung vieler, die keinerlei Zukunftsperspektive mehr haben. Und dies gilt für deutsche Immigranten gleichzeitig, ist falsch. So wie bereits heute ist nicht die AfD, und das ist mein abschließender Satz, an einem schlechten gesellschaftlichen Klima schuld, sondern allein ihre Politik, da die Bürger längst erkannt haben, was sie nicht sehen wollen. Ihre Politik wird leider Gottes scheitern. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Pürsün von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Freie Demokraten freuen uns über die positive Bilanz der Arbeitsagentur zur Integration Geflüchteter in den hessischen Arbeitsmarkt. Wir begrüßen auch die angesprochenen Integrationsprogramme und den veritablen Erfolg. Aber die Konjunktur schwächelt. Die Beschäftigung steigt kaum mehr. Und daher stellt sich für uns Freie Demokraten die Frage, welche Hemmnisse künftig einen schnellen und auch besseren Einstieg in den Arbeitsmarkt auch von Geflüchteten in Hessen behindern. Es ist in unseren Augen ein großer Fehler, die Zeitarbeit in ihrem Umfang und in ihren Rahmenbedingungen einzuschränken. Denn die Vorteile der Zeitarbeit, gerade für diese Personengruppe, liegen auf der Hand. Sie ist für Berufseinsteiger eine einfache weitere Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt erstmals Fuß zu fassen und die eigenen Fähigkeiten zu beweisen. Sie ist damit gleichzeitig ein wichtiges Integrationsinstrument. Angesichts der Tatsachen, immer mehr Fachkräfte fehlen und die Konjunktur flaut ab, sind flexible Instrumente für die Beschäftigung besonders wichtig. Wichtig ist auch, die Berufseinstiegsbegleitung weiter zu finanzieren. Sie bietet genau das, was auch jungen Geflüchteten hilft, nämlich beim Übergang von der Schule in die Ausbildung und von dort aus weiter in den Arbeitsmarkt. Eine individuelle Begleitung auf ihrem schwierigen Weg in den Arbeitsmarkt, eine Begleitung, die den Jugendlichen stärkt und Ausbildungsabbrüche zu verhindern sucht. Es ist bei den bestehenden Herausforderungen unverständlich, erfolgreiche Programme wieder aufzugeben. Ohne diese Instrumente wird die Integration Geflüchteter nicht mehr so einfach gelingen. Die GRÜNEN melden heute dieses Thema an, zum Zeitpunkt einer Vollbeschäftigung. Aber wenn die Konjunktur einbricht, machen sich die GRÜNEN dann aus dem Staub? Oder sind die GRÜNEN dann bereit, ihre Ideologie aufzugeben und Hürden gegen Beschäftigung abzubauen? So erfreulich es ist, dass Geflüchtete in Hessen zunehmend dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und damit auch in dieser Hinsicht angekommen sind, so wichtig wäre es auch auf Bundesebene, endlich den Weg frei für ein Einwanderungsgesetz zu machen. Wir brauchen für unseren Arbeitsmarkt dringend qualifizierte Arbeitszuwanderung aus anderen Ländern. Nicht nur Pflegekräfte, sondern Gesundheitsfachkräfte aus allen Bereichen, darüber hinaus auch ganz klassische Handwerksberufe wie Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Die offizielle Liste der Mangelberufe umfasst inzwischen 25 Berufe. Gestern hat DIE LINKE hier im Plenum gesagt, wir benötigten kein Einwanderungsgesetz. Ich wusste gar nicht, dass der internationale Sozialismus gegen Einwanderung nach Deutschland ist.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Einstellung der Berufseinstiegsbegleitung und die Einschränkung der Zeitarbeit schaden Hessen. Sie nehmen damit Hessinnen und Hessen die Chance des Einstiegs in den Arbeitsmarkt. Sie behindern den Aufstieg dieser Menschen. Wir fordern daher die Landesregierung auf, zu handeln. Begegnen Sie dem drohenden Anstieg der Arbeitslosigkeit in Hessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Yüksel von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Berichterstattung zum Asylkonvent neulich und zu den ersten Berufsabschlüssen im Programm Wirtschaftsintegriert zeigt, Asylpolitik und Integrationspolitik in Hessen sind unspektakulär geworden. Sie erregen nicht mehr ständig auch die emotionale Aufmerksamkeit breiter Teile der Bevölkerung. Mich freut, dass es in Hessen einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, Flüchtlinge zu integrieren. Als SPD-Fraktion und Opposition in diesem Haus haben wir in den Monaten nach dem September 2015 mit der zeitweiligen gestiegenen Zahl von Flüchtlingen alles getan, um die Asylpolitik der Regierung zu unterstützen. Es war aber richtig und wichtig. Humanität und Weltoffenheit sind in Hessen einerseits auf dem Weg dazu, zu Selbstverständlichkeiten im Umgang zu werden. Andererseits werden sie von Demokratiefeinden und denen, die alles fremd ablehnen, angegriffen. Integration in den Arbeitsmarkt ist nur eine der wichtigsten Aufgaben der Integrationspolitik. Denn ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Ausbildung ist das Fundament einer gelingenden Integration. Dass die Regierung hier Mittel verstetigt und ausweitet, ist richtig und soll nicht Gegenstand meiner Kritik werden. Es freut mich, dass von 70.000 Kindern und Jugendlichen, die seit 2015 nach Hessen gekommen sind, davon 40.000 erfolgreich integriert sind. Dass Sie das auch abfeiern wollen, kann ich auch nachvollziehen. Wir müssen aber deutlich machen, dass uns 30.000 junge Menschen zu viel sind und bis heute nicht in den Regelklasse wechseln konnten. Darunter sind zu viele, die wegen mangelnder Sprachkenntnisse durch die Prüfungen fallen. Es ist gut, wenn sich mit der Zeit erste Integrationserfolge bei denen einstellen, die erst seit Kurzem hier und Anschluss im Arbeitsmarkt suchen. Ja, Integrationspolitik in allen Dimensionen und Facetten muss eine Daueraufgabe hessischer Politik werden. Das ist nicht nur Wirtschaftsminister gefordert, sondern die ganze Regierung, insbesondere Integrationsminister und der Kultusminister. Es muss normal werden, dass Projekte zur Integrationsförderung nicht kurzfristig laufen, sondern dauerhaft institutionell Berichtigung finden. Schwarz-Grün regiert aber seit über 5 Jahren in Hessen, und ich kann keine gemeinsame, abgestimmte Linie in der Integrationspolitik erkennen. Wir sind uns weitgehend einig, dass wir gemeinsam die Herausforderungen der hohen Anzahl von Flüchtlingen in 2015 gemeistert haben und noch meistern. Aber wir müssen uns davon entfernen, Integrations- und Migrationspolitik zur Flüchtlingspolitik zu verkleinern. Ich möchte auch mahnen, dass Hessen die Sprach- und Deutschförderung nicht zum Fetisch erklären und drumherum vergessen darf. Dabei dürfen Migrantinnen und Migranten nicht weiter nur über die Defizite definiert werden, sondern auch über ihre Stärken. Integration und Partizipationspolitik, wie ich verstehe, umfasst ein großes, facettenreiches Themenspektrum und geht weit über Flüchtlingsthema hinaus. Leider haben wir in den letzten 6 Jahren nur mit Flüchtlingspolitik beschäftigt und die gesamte Integration und Migrationspolitik auch beiseite gelegt. Integration
Politik hat bei den vielen Themenbereichen im Haus von Minister Klose wahrnehmbar einen schwachen Stand. Noch einmal, der letzte Asylkonvent und die ersten konkreten Ergebnisse zur Arbeitsmarktintegration sind beachtenswert. Aber Integration ist ja nicht allein Aufgabe des Wirtschaftsministers. Fragen deshalb an Herrn Klose und bzw. an die Staatssekretärin. Wie geht es weiter mit der Integrationspolitik in Hessen? Wo bleibt Ihr vorgeschlagene Integrationsgesetz? Wie sieht es aus mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz? Wie sieht es aus mit der interkulturellen Öffnung der Verwaltung? Für die SPD-Fraktion ist die Integrationspolitik eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben für die Gestaltung unseres Landes. Sie hat eine Querschnittsaufgabe. Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe müssen in allen gesellschaftlichen Bereichen ihren Niederschlag finden. Daher fordern wir ein Gesamtintegrationskonzept, in sich stimmig ist. Und das fordern wir auch vom Ministerium. Danke. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Sönmez zu Wort gemeldet. Bitte schön, von der Fraktion DIE LINKE. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich freue mich natürlich sehr darüber, dass die ersten Flüchtlinge in Hessen ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, und gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen ganz herzlich hierzu. Von einer gelungenen Integration oder gar einer integrativen Gesellschaft kann aber leider noch lange nicht die Rede sein. Denn 2/3 der Flüchtlinge arbeiten immer noch im Niedriglohnsektor. Manche Zahlen sagen sogar über 2/3 der gesamten Flüchtlinge. Wie alle anderen Arbeiterinnen und Arbeiter im Niedriglohnsektor schuften sie für einen Hungerlohn in der Paketbranche, sind als Leiharbeiter auf dem Flughafen tätig, haben Minijobs als Putzkräfte, wo sie die Arbeit von 2 Putzkräften verrichten müssen, oder arbeiten für viel zu wenig Lohn in der Altenpflege, von dem sie sich eben mitnichten eine menschenwürdige Existenz hier in diesem Land aufbauen können. Aber in dem Punkt muss ich Ihnen natürlich recht geben. Insofern haben Sie recht. Der Wirtschaft und dem Niedriglohnsektor vor allem sind die Flüchtlinge wirklich zugute gekommen. Das muss man so sagen. Der Umgang mit Migration darf aber nicht darin bestehen, dem Niedriglohnsektor billige Arbeitskräfte zu verschaffen und diese mit billigen Arbeitskräften zu versorgen. Wir sagen deshalb, wir brauchen menschenwürdige Arbeitsplätze, menschenwürdige Arbeitsbedingungen für alle, wo man natürlich auch über den Mindestlohn noch einmal diskutieren sollte. Um in einem Land ankommen zu können, ist es wichtig, eine Perspektive zu haben und eine Beschäftigung zu finden, von der man auch leben kann. Leider haben viele in Hessen ankommende Flüchtlinge überhaupt nicht die Chance, sich solch eine Beschäftigung zu suchen bzw. sich überhaupt eine Beschäftigung zu suchen. Denn durch das im Juni vom Bundestag verabschiedete Migrationspaket, das von Flüchtlingsorganisationen übrigens als das Hau-ab-Gesetz bezeichnet wird, gab es zahlreiche Verschärfungen. Diese Verschärfungen behindern auch die Integration der in Hessen lebenden Flüchtlinge. So sind Flüchtlinge nun verpflichtet, 18 Monate lang in der Erstaufnahme zu verweilen. Das ist meiner Meinung nach die Einführung von Ankerzentren durch die Hintertür, liebe Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN. Während der ersten 9 Monate nach der Ankunft haben die Flüchtlinge ein Arbeitsverbot. Sie sind also zum Nichtstun in Lagern verdammt. Wenn wir von Integration reden, wenn wir die Integration wirklich fördern wollen, dann ist dieser Zustand umgehend zu beenden, weil er ist unzumutbar für die Gesellschaft, aber auch für die Menschen, die in diesen Ankerzentren interniert werden, will ich mal sagen. Die Landesregierung hat bestimmte Spielräume, die sie nutzen kann, um diesem Zustand ein Ende zu setzen. Die Landesregierung muss diese Spielräume nutzen, um die schnelle Zuweisung an die Kommunen zu ermöglichen. Weil einerseits fordert man ständig Integrationsbereitschaft von diesen Menschen,
Aber auf der anderen Seite schottet man sie monatelang ab von der Gesellschaft. Integration findet aber, wie wir alle wissen, vor Ort in den Kommunen statt und nicht in Ankerzentren, wie es jetzt zurzeit wieder gehandhabt wird. Arbeitsverbote treffen aber nicht nur die neu ankommenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Nämlich Asylbewerber aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten unterliegen generell einem Beschäftigungsverbot. Diese Beschäftigungsverbote sollen die Menschen eigentlich zur Ausreise drängen. Stattdessen treiben sie sie aber in die Illegalität. Schwarzarbeit ist die logische Schlussfolgerung davon. So kann man Schwarzarbeit natürlich auch befördern. Aber wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie dem etwas entgegensetzen wollen, dann müssen Sie diese Arbeitsverbote, diese Beschäftigungsverbote mit sofortiger Wirkung abschaffen, meiner Meinung nach. Die wichtigste Voraussetzung zur Integration ist aber natürlich auch eine gute Bleibeperspektive. Wer einen unsicheren Aufenthaltsstatus hat, hat keine Planungssicherheit. Er kann das neue Leben hier in diesem Land nicht beginnen. Es kann aber nicht sein, dass Menschen ständig die Befürchtung erleiden müssen, aus der Schule, aus Krankenhäusern oder vom Arbeitsplatz abgeholt zu werden, um dann abgeschoben zu werden. Das Land Hessen hätte Möglichkeiten, diesen Menschen eine bessere Bleibeperspektive zu bieten. Einige Ideen würde uns da einen Blick ins Nachbarland Rheinland-Pfalz bieten. Das dortige Integrationsministerium hat per Rundschreiben nämlich an die Ausländerbehörden erlassen, dass ausreisepflichtigen Personen, die gut integriert sind, durch eine bestimmte Auslegung des § 25b des Ausländergesetzes ein Bleiberecht bekommen können. Sie müssten zum Schluss kommen. Außerdem wurde erlassen, dass Geflüchteten in Helferausbildung im Vorfeld im Vorfeld qualifizierter Berufsausbildungen Ermessensduldungen erteilt werden, bis das Gesetz der Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung Anfang nächstes Jahres in Kraft tritt. Dadurch kann man nämlich verhindern, dass jetzt junge Flüchtlinge abgeschoben werden, die ab Januar eigentlich einen Anspruch auf eine Duldung hätten. Das sind sinnvolle Maßnahmen, sehr geehrte Damen und Herren, dessen sich auch die hessische Landesregierung bedienen könnte, wenn sie es denn wirklich ernst meint mit der gelungenen Integration der geflüchteten Menschen hier in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Heitland von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ursachen von Migration sind vielseitig, und Flucht ist eine von ihnen. Und viele Menschen stammen aus den Krisenregionen dieser Welt. Und wir sorgen in Hessen für eine schnelle und zielgerichtete Integration der Zuwanderer mit Bleibeperspektive. Und damit die Integration dieser Menschen bei uns gelingen kann, ist Arbeit eine zentrale Voraussetzung. Wer arbeitet, der kann sich und seiner Familie ein eigenes Einkommen sichern und auf eigenen Beinen stehen. Wer arbeitet, ist unabhängiger und leistet außerdem einen Beitrag zur guten Entwicklung in unserer Gesellschaft und zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Vor allem aber schafft Arbeit Kontakte zu den Mitmenschen, lehrt den Umgang miteinander und gibt einen Einblick in unsere Kultur. Kurzum, eine geregelte Erwerbstätigkeit schafft die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Integration ist auch immer eine Herausforderung, aber vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist sie eben auch eine sehr große Chance. Menschen mit Migrationshintergrund sind oftmals überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit bedroht. Und als ursächlich werden hierfür besonders Probleme mit der deutschen Sprache genannt. Denn wer die Landessprache nicht spricht, der wird Schwierigkeiten haben, einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen. Der wird auch Probleme haben, sich über offene Stellen und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, eine Bewerbung zu schreiben oder bei einem Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Und vor diesem Hintergrund haben wir eine Reihe an Projekten und Initiativen gestartet, die die Sprachförderung und Integration von Zuwanderern verbessern.
Und ein Programm möchte ich besonders hervorheben, Wirtschaft integriert. Dieses Programm ermöglicht auch Menschen mit einem erhöhten Sprachförderbedarf den Weg in eine Ausbildung. Er wird finanziert durch die Landesregierung, den Europäischen Sozialfonds sowie die Arbeitsagenturen und Jobsender. Und es basiert auf einem bewährten Bausteinprinzip. Für jeden Schritt auf dem Weg zum Ausbildungsabschluss gibt es eine eigene Beratungs- und Sprachförderstrategie. Angefangen bei der Berufsorientierungsphase über die Einstiegsqualifizierung bis zur dauerhaften Ausbildungsbegleitung. Und parallel werden den Ausbildungsbetrieben pauschal 4.000 € pro Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt läuft jetzt seit 2016, und jetzt ganz aktuell sind eben die ersten Auszubildenden zur Prüfung angetreten. Und knapp 70% des Jahrgangs haben bestanden, und das, obwohl ein Großteil der Auszubildenden erst seit kurzer Zeit in Deutschland angekommen ist. 51 Absolventen wurden direkt von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen. Davon 8 gehen weiter in eine spezialisierte Ausbildung. Das Projekt erfreut sich größter Beliebtheit, sodass aktuell über 1.000 Menschen an Wirtschaft integriert teilnehmen. Und insgesamt haben bis zum Stichtag am 31. August 4.600 junge Menschen von dem einen oder auch von mehreren Förderbausteinen dieses Projektes profitieren können. Und mit dem Wegfallen der Altersgrenze von 27 Jahren werden außerdem zukünftig auch etwas ältere Menschen eine neue Chance bekommen, an Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu partizipieren. Das Programm wird sehr gut angenommen. Die Tendenz ist steigend. Das zeigt, wie ich finde, eindrucksvoll, dass das Konzept auch aufgeht. Als weitere Beispiele für das Gelingen der Integration sind noch zu nennen der Hessische Integrationsplan, die Aktionspläne zur Integration von Flüchtlingen. Es gab die Hessische Initiative Gemeinsam aktiv für die Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt. Und die Kollegin Kinkel hat auch noch viele Programme aus der Gesundheitswirtschaft benannt. Und dabei arbeiten wir eng zusammen mit den Kommunen, mit den lokalen Initiativen und den Kreishandwerkerschaften. Ich finde, die Wirtschaft unternimmt große Anstrengungen, um vielen arbeitswilligen Flüchtlingen einen Start ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Die vielen mittelständischen Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind innovativ und zukunftsorientiert und tragen dazu bei, dass Hessen einer der stärksten Wirtschaftsstandorte von Europa bleibt, meine Damen und Herren. Hessen setzt hier mit bedarfsgerechten Projekten bundesweit Maßstäbe und bekämpft gleichzeitig den Fachkräftemangel. Abschließend gilt mein Dank allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteuren, die diese gemeinsame Arbeit zu einem Erfolg im Interesse der jungen Menschen werden lassen. Ihr Engagement ist unverzichtbar und verdienstvoll. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Heitland. Für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde die Debatte bemerkenswert, deshalb, weil, wenn ich einmal überlege, wie sehr wir in den letzten 3,5 Jahren über die Frage von Zuwanderung und Integration gestritten haben, dann bestätigt sich mal wieder das Grundproblem, dass ein gelöstes politisches Problem offensichtlich ein verloren gegangenes politisches Thema ist. Und dass offensichtlich in diesem Land viele Leute sozusagen positive Nachrichten quasi für gar keine Nachrichten halten. Und deswegen will ich an diesem Punkt mal ausdrücklich sagen, es ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Zukunft unseres Landes, all jene Menschen erfolgreich vor allem in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die nach Deutschland eingewandert oder geflüchtet sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich erwähne die Integration in den Arbeitsmarkt deshalb, weil die Teilhabe am Arbeitsmarkt einer der wichtigsten Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wissen, dass diese Integrationsarbeit Anstrengung braucht, dass sie
auch dauert, dass sie auch nicht in allen Fällen erfolgreich sein kann. Aber wenn Sie sich anschauen, was wir in den letzten 3,5 Jahren geschafft haben, dann kann man an dieser Stelle sagen, wir sind da erhebliche Schritte vorangekommen. Und das ist gut, und zwar eine gute Nachricht für alle, für die, die zu uns gekommen sind, aber auch für unser Land insgesamt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wissen Sie, die AfD hat damit ein Problem, weil sie ja ein Problem hat, wenn es kein Problem gibt. Das ist ihr Problem, Herr Lamprou. Das ist ihr Problem. Und deswegen darf aus Ihrer Sicht auf keinen Fall irgendetwas gelingen sein, weil Sie leben ja davon, dass es nicht gelingt. Aber wir arbeiten daran, dass es gelingt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben als einziges Land mit Wirtschaft integriert eine nahtlose Förderkette von der Berufsorientierung bis zum Ausbildungsabschluss aufgebaut, mit berufsbezogener Deutschförderung, Lernunterstützung, Integrationsbegleitung. Die Initiative hat bundesweit Vorbildfunktion. Mittlerweile hat Wirtschaft integriert in über 4.900 Fällen fördern können. Aktuell haben wir über 1.200 Teilnehmende. Wir haben die Altersobergrenze abgeschafft, und wir sind bisher aus diesem Programm alleine zu 774 Ausbildungsverhältnissen gekommen. Und die hessischen Unternehmen danken es uns. Weil viele haben das Potenzial der Geflüchteten und Neuzuwanderer als Fachkräftenachwuchs erkannt. Entsprechend groß ist das Engagement von Firmenleitungen und Belegschaften. Und natürlich ist das anstrengend, weil wenn jemand kommt und bisher keinerlei Deutschkenntnisse hatte, ist die Integration in eine Ausbildung, die ja nicht nur einen praktischen Teil hat, sondern auch einen theoretischen Teil hat, natürlich etwas, was ganz besonders anstrengend ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen darf ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei all denen bedanken, die ja jeden Tag daran arbeiten, dass es gelingt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will noch hinzufügen, dass es nicht nur in diesem Bereich, sozusagen bei denen, die wenig qualifiziert sind und die man sozusagen erst qualifizieren muss, große Erfolge gibt, sondern die Kollegin Dorn hat den Hessenfonds die Stipendien vorgestellt, wo bisher über 200 leistungsstarke Geflüchtete bei der Fortführung eines Studiums oder einer wissenschaftlichen Karriere unterstützt wurden. Und im Bereich der Sozialwirtschaft sind Fachkräfte ebenfalls ganz besonders gefragt. Und deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnen, dass das Programm Sozialwirtschaft integriert auch besonders gut läuft. Und wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hat die Arbeitsagentur die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht. Wir sind in Hessen sehr, sehr gut. Ja, wir haben momentan ein außenwirtschaftliches Problem. Das sieht man bei der Exportwirtschaft. Aber wir haben eine gut laufende Binnenkonjunktur. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es in diesem Jahr wieder gelungen ist, mehr Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Arbeitsagentur sagt ausdrücklich, dass das nicht gelungen wäre, wenn nicht die Integration der Geflüchteten in den Ausbildungsmarkt so gut funktionieren würde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Lamprou, ich wünsche Ihnen keinen Rohrbruch zu Hause. Aber wenn er passiert, wünsche ich Ihnen, dass ein Geflüchteter bei Ihnen den Rohrbruch repariert. Ich wünsche Ihnen das. Herr Lamprou, ich wünsche Ihnen, wir alle wünschen uns nicht, dass wir pflegebedürftig werden. Aber die Statistik sagt, dass das bei vielen von uns im Alter passieren wird. Und wenn, dann können wir dankbar sein, dass es Menschen da sind, die dann auch Sie pflegen werden. Und viele von denen werden Zugewanderte sein, Herr Lamprou. Viele von denen werden das sein. Ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf noch hinzufügen, dass wir eine sehr gute Beschäftigungsentwicklung in Hessen haben. Immer noch, zum Glück. Wir müssen kräftig daran arbeiten, dass es so bleibt. Wir haben in diesem August ein Plus von 1,7% an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Hessen. Das ist besser als der westdeutsche Schnitt und besser als der bundesdeutsche Schnitt. Und wenn Sie sich einmal anschauen, wer diese Arbeitsplätze besetzt, die hier in Hessen entstehen, dann müssen Sie sehen, dass die Hälfte der Arbeitsplätze, die bei uns zusätzlich entstehen, inzwischen von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit besetzt wird. Das heißt, unsere gute wirtschaftliche Entwicklung, unsere Steuereinnahmen wären nicht möglich ohne
Zuwanderung. Deswegen ist das auch ein Beitrag dazu, dass es wirtschaftlich weiter gut läuft. Darüber darf man sich auch einmal freuen, außer wenn man nur von Problemen lebt. Wir freuen uns darüber. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abgehalten.